ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Und wir haben wahrlich viele Dschinn und Menschen erschaffen, deren Ende Jahannam sein wird, deren Ende die Hölle sein wird. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht begreifen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Sie sind wie das Vieh, nein, sie irren noch eher vom Weg ab. Sie sind wahrlich unbedacht. Denn Allah hat dir die Augen gegeben, damit du dankbar bist, damit du Allahs Gaben siehst und Allah dankst. Allah hat dir die Ohren gegeben, damit du seine Worte hörst und folgst. Und Allah hat dir einen Verstand gegeben, damit du über die Gaben, die Allah dir jede Sekunde gibt, nachdenkst und ihn lobpreist und ihn dankst. Tust du das nicht, dann bist du wie ein Tier und sogar noch schlimmer als ein Tier für deinen Schöpfer. Und das Ergebnis sehen wir. Das ist die höchste Stufe an Wissen, was die Wissenschaftler erreicht haben. Sie haben diese Tatsache erreicht, indem sie behaupten, dass wir von den Affen stammen. Und sie wissen gar nicht, dass Allahs Fluch auf diese Menschen ist, dass sie so weit gekommen sind, dass ihr Verstand kleiner als eine Mücke ist. Und die Menschen, die sich Atheisten nennen, die Allah ihren Herzen versiegelt hat, ihren Verstand versiegelt hat, ihre Augen versiegelt hat, ihre Ohren versiegelt hat, sie leugnen Allahs Gaben, indem sie sagen, das ganze Universum ist aus dem Nichts entstanden. Zufall. Sie leugnen Allah und sie leugnen seine Gaben. Sie nennen sich intelligente Menschen, indem sie auch behaupten, dass der Mensch von den Affen stammt. Subhanallah, das ist die höchste Stufe des Wissens bei diesen verfluchten Menschen. Und sie wissen gar nicht, dass Allah Menschen verflucht hat und aus ihnen Affen und Schweine gemacht hat. Aber wir stammen von Adam a.s. Und Allah hat Adam geehrt. Als Allah Adam erschaffen hat, hat Allah die Engel befohlen, sich für Adam niederzuwerfen, Adam zu begrüßen. Das ist eine Ehre für Adam. Die Engel sind nur beschäftigt mit Gottesdienst. Die Engel haben keine freie Willen. Sie dienen Allah ohne Unterbrechung. Und Allah lässt die Engel sich für Adam niederwerfen. Und dann kommt einer von den Nachfahren Adam und behauptet, dass wir oder dass er von Affen stammt. Also der Mensch, der nicht bereit ist, Allahs Gaben zu erkennen, Allah flucht ihn und er wird wie ein Tier denken und handeln.